Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum FIFA 22 Projekt. Jetzt mittlerweile bei Ajax Amsterdam. Ihr wisst es ja, letzte Woche war das Spiel gegen Heerenveen. Jetzt geht es in der Liga gegen Rotterdam. Wir stehen in der Liga auch gut da. Rotterdam ist aber auf dem 5. Fenerot. Und Utrecht ist auf der 2. Das ist auch stark, ne? Anthony ist froh, dass er so viel spielen darf. Da können wir auch gerne mal drüber reden. Gil, ja, du willst zu uns kommen und spielen, ne? Ich lasse dich noch mal ein bisschen chillen. Ich erwarte mehr von dir, ich bin stolz auf dich. Das ist wahr, also Kudos. Hey Boss, danke, dass sie mir ein Ohr geliehen haben und mich spielen lassen haben. Wenn ich im Form bin, rechne ich immer hoch an. Ja, mach weiter so. Und schön, dass ich jetzt bei euch bin. Oh ne, das ist schön, dass ich jetzt... Ja, stimmt. Schön, dass ich jetzt bei euch bin, das habe ich gesagt. So, dann gehen wir erstmal rein in das Spiel gegen Rotterdam und dann machen wir natürlich die Simulation, wie ihr es jetzt kennt, gegen Ende von der Hannover Folge und schauen einfach mal. Onana, Ranchos, Mavropanos, ja, hingegen Fenerbahce. Mal sehen, ob wir da überhaupt eingreifen müssen. Wäre auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Müssen wir mal schauen. So, auf jeden Fall sieht es sehr gut aus. Aber da verlieren wir den Ball. Da kommt der Konter, wird schnell eingeleitet über die 7. Sinisterra. Der kommt wieder zum Ball, ist dann im 16er und ja. Onana ist zur Stelle. So, da haben wir unser Konter darauf. Allaire mit dem Ball in die Mitte. Okay, wir sind wieder drin und dann verlieren wir den wieder. Das ist ein Hin und Her hier gerade. Ein Hin und Her. Und sie kommen immer wieder gut über die linke Seite, über Sinisterra, ne? Jetzt sind sie durch, aber Onana ist da. Onana ist im Gegensatz zu anderen Keepern gut, die wir hatten. So, dann kommen sie weiter, sie machen weiterhin Druck, ne? Wir kriegen den Ball nicht richtig raus. Jetzt können wir versuchen, über Anthony. Pass in die Mitte, wieder. Jetzt hat er Platz, kann ihn reinbringen. Und Allaire für die Ecke. Ah, da verliert ihn Anthony direkt. Jetzt ist Sinisterra wieder da gegen Rensch. Kann sich natürlich durchsetzen, aber der Ball wird abgefangen. Jetzt können wir den Konter einleiten. Geht hoch rein. Ja, Meiner setzt sich da durch. Ist in der Mitte. Allaire verliert den Ball, aber Meiner holt ihn wieder. Und da verliert er ihn. Da verliert er ihn. Jetzt versuchen sie es wieder. Diesmal geht es über Pedersen. Aber der Ball geht ins Aus. Jetzt kurzer Abschuss. Versucht das Ball, den Ball reinzubringen, aber Gravenberg mit dem Fehlpass. So, kurz vor der Halbzeit. Macht Fenerot weiter Druck, ne? Da sind sie durch und da machen sie das 1:0. Linsen. Ah, bitter. Ja, wir gehen mit 1:0 Rückstand in die Halbzeit. So, weiter. Wir gucken uns das noch bis zur 70. an und dann werden wir wahrscheinlich reinspringen und versuchen, das hier noch zu drehen. Oder bis zur 60. Mache ich ja bei FM auch immer bei Fußballmanager. Wenn die das hier nicht drehen. So, dann kommt wir über unseren Spieler. Ich habe gerade den Namen nicht gesehen, deswegen konnte ich noch nicht darauf reagieren. Jetzt gehen sie weiter. Sie machen weiterhin Druck. Da wird er abgefangen. Jetzt Gravenberg. Allaire versucht es, aber der Ball ist wieder weg. Der Ball ist wieder weg. Wir versuchen es jetzt nach diesem Angriff. Greifen wir ein. Ja, und Nana konnte den halten. Und 3, 2, 1. So, jetzt hat Gravenberg den Ball. Bringt ihn in die Mitte zu Allaire. Allaire bringt ihn weiter. Und abseits. Wieso faul? Ach, Mavropanos. Okay. Mavropanos hat das faul gekriegt. Ich werde live kommentieren. Wenn ich reinspringe, werde ich komplett alles live kommentieren. Müssen wir mal schauen. Mavropanos sieht von der Frische noch gut aus. Und wir haben nicht wirklich was Starkes von dem Tempo her als Ersatzspieler, ne? Ich könnte nur Kleiber reinbringen als so. Und dann machen wir das einfach so. Komm. Machen wir das einfach so. Mavropanos wird zwar fehlen, aber Kleiber ist halt nicht ganz so schlecht.
ganz so schwerfällig. Ah, okay, aber die Grafik gerade ist echt ätzend. Ich weiß nicht, woran das liegt, obwohl ich nicht schneide, gar nichts. Aber das ist, liegt da an denen. Ah, okay, 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 okay. Wir haben den Ball, wir haben den Ball. Kudus. Ah, und Gravenberg kriegt den Ball nicht richtig. Gravenberg kriegt den Ball nicht richtig. Sie bleiben in der Offensive. So ist Wellmark. Der macht schon die ganze Zeit Stress, aber wir kommen an den Ball. Jetzt haben wir ein bisschen den Ballbesitz. Können weiter zu Anthony. Anthony hat den Platz. Anthony hat den Platz. Weiter, Alvarez. Und das 1:1. Stark. Stark rausgespielt. Stark rausgespielt. Gehen wir mal, gucken wir mal, wie die Grafik aussieht, wenn er in die Nähe von den Fans geht. Er jubelt mit den Fans. Da sieht es wieder gut aus, aber auf dem Feld sieht es ein bisschen klotzig gerade aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Für mich sieht das gerade ein bisschen klotzig aus. Und da Alvarez mit dem wichtigen Treffer. Wir gehen nochmal kurz gucken, können wir hier noch irgendwie was machen. Ich könnte nur einen Bergkuss reinbringen. Der könnte Gravenberg da ersetzen, der nicht wirklich im Game ist aus meiner Sicht. Der viele Fehler macht und den Ball nicht richtig behaupten kann. So, Aller jetzt. Die versuchen den Ball hier halt über die Außen aufzubauen. Ah, okay, da fängt er ihn ab. Ah, aber Alvarez mit Chiri. Ref! So, jetzt kommen sie. Alter, da kommt der sogar durch mit. Oh, Alter, da hat er die Möglichkeit. Da wird er abgefälscht. Wir bringen ihn raus. Okay. Versuchen wir es nochmal. Hier, jetzt über Meiner. Der hat viel Platz. Der hat sehr viel Platz. Kann ihn reinbringen. Aber nee, holt nur die Ecke raus. Wäre schön gewesen auf jeden Fall, wenn er hier jetzt noch was gemacht hätte. So, dann schauen wir uns mal an. Können wir die Ecke irgendwie reinbringen, dass Aller was daraus machen kann? Die Ecke kommt hoch rein. Aller ist da. Köpft sie sogar. Ah, wir bleiben im Ballbesitz. Und da kommt der Schuss. Ja, wird abgepatcht. Wird abgefangen, besser gesagt. Jetzt kommt der Konter. Oh, Alter. Da ist er durch. Da ist er durch. Beto gegen Schuss. Schuss. Oh, Alter, das war knapp. Das war echt knapp. Wir haben das Unentschieden. Wir halten das Unentschieden. Wir versuchen, das Ding hier aufzubauen. Alaires hat wieder Platz. Bringt ihn wieder Meiner ins Spiel. Meiner hat ein bisschen Freiraum. Ah, der Ball ist weg. Okay. Wir versuchen es. Ich muss halt noch ein bisschen die Tricks und so alles lernen, um hier noch gut ranzukommen. Komm. Alter, da hat er wieder Platz, da hat er wieder Platz, aber Kudus ist da. Kudus verteidigt. Kudus verteidigt. Offensiv. Oh, da verliere ich den Ball. Abseits. Chiri. Ref. Und Anna fängt. Weiter Ball nach außen. Anthony. Ah, nein, da gebe ich den Ball wirklich. Die Möglichkeit, ich schenke ihnen so spät einen Siegtreffer, weil ich nicht das ganze Spielfeld sehe. Schenke ich ihnen den Ball. Jetzt müssen wir loslegen. Alter, wie sie jeden Ball von mir abfacken. Abfacken. Ja, sie fucken mich auch ab, aber... Da ist er wieder durch. Sinisterra, Junge. Das ist ein Monster da auf der Seite. Und da grätscht er ihn weg. Stark. Aber was ist das für eine Sicht auf einmal? Warum ist das so eingestellt? Spieleinstellung? Ich hab doch nicht dynamisch. Ich hab doch Pele, oder nicht? So gucke ich das doch. Oder nicht? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Jetzt kommt Kudus. Hat jetzt die Möglichkeit. Er ist ein bisschen am Ende seiner Kräfte. Und da verlieren wir ihn direkt wieder.
Da verspielen wir es. Da verspielen wir es und sie können jetzt locker runterbringen. Wenn nicht sogar, ja, sie kommen da nochmal durch und machen das 3 zu 1. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe das 3 zu 1. Ich sehe es. Nein, er hält. Ja, wir verlieren, aber dieses Licht ist ja echt schrecklich. Habe ich die wirklich so gehabt? Ich glaube, ich war auf dynamisch, aber. Oder war ich auf Übertragung? Aber dynamisch, das war ja gerade. Ich habe ja gar nichts zu sehen. Ja, aber was soll's? Wir verlieren unser erstes Pflichtspiel in der Liga. Natürlich sehr bitter. Kann man nichts gegen machen. Verschenke ich das Unentschieden, verschenke ich einfach, weil ich nichts gesehen habe. Müssen wir halt gucken, wie das hier weitergeht. Wir gehen weiter. Interview gebe ich jetzt nicht. Und ja, müssen wir halt im nächsten Spiel schauen, dass es da weitergeht. Der besser läuft. Jetzt müssen wir auch noch gegen den vierten. Das geht direkt weiter. Mit den Mannschaften. So, warte, Kalender. Wir haben jetzt Liga, Heim. Liga, 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 Liga und ja, Pokal. Wann haben wir den Pokal? Das Pokalspiel? Gegen Utrecht auch noch, ne? Gegen den zweiten. Wir haben jetzt drei Ligaspiele. Und dann kommt das Pokalspiel. Ich werde diese Ligaspiele jetzt wahrscheinlich schnell simulieren. Was machen wir denn eben? So, komm. Gegen Akma. Simulation. Hoffen wir einfach das Beste. 3-1 Sieg, perfekt. So. Lädt er weiter. Dann haben wir Groningen. Auch eine interessante Mannschaft. Schnellsimulation. 0-0 sogar. Okay, krass. Dann kommt zu guter Letzt Herakles oder so, Go Eagles, ne, Go Ahead Eagles, nicht Herakles. Herakles ist eine ganz andere Liga, glaube ich. Die müssten wir eigentlich wegklatschen. Weil wir verlieren 2-1. Die müssten wir eigentlich wegklatschen und wir verlieren 2-1. Wo stehen die in der Tabelle? Ehrlich jetzt, wo stehen die in der Tabelle, dass wir so spielen? Büro, Saison, Teamstatistik. Nicht das hier. Tabelle. Ach nee, komm, einmal zurückgehen. Wettbewerb wechseln. Champions League, da sind wir nicht drin. Europa League sind wir nicht drin. Conference League sind wir nicht drin. Wo stehen die in der Tabelle? 17. Durch diesen Sieg sind sie jetzt 17. Davor waren sie 18. Beste Leben. Spieler gesperrt. Okay, der wurde gesperrt. Niederlande da abgegrast. Und dann gehst du mal nach Polen und suchst den nächsten Lewandowski. Du hast Schottland abgegrast. Dann gehst du jetzt nach Frankreich und suchst den nächsten Mbappé. Portugal abgegrast. Dann gehst du nach England und suchst den nächsten Harry Kane. Okay. Dann, wie sieht die Mannschaft aus? Anthony ist gesperrt. Das ist natürlich sehr bitter für uns, dass er jetzt nicht spielen darf. Aber wir haben Van Dongelen und können da eigentlich spielen, ne? Oder haben wir irgendwie was für rechts außen? Ja, Van Dongelen kann da spielen. Alle sind alle am Ende der Kräfte, obwohl wir jetzt erst spielen gegen die. Ah ne, wir müssen noch simulieren. Okay, wir haben noch ein paar Tage. So, ist er jetzt wirklich? Ja, Anthony ist jetzt wirklich gelb gesperrt, rot gesperrt. Dann kann. Hier kommt der Linksverteidiger, Ersatzlinksverteidiger kann einfach mal mit. Möchtest du die speichern? Ja. Wir nehmen ihn mit und dann gehen wir erstmal in die Teambesprechung. Monatsbericht. Ja, noch will ich dich nicht befördern. So, dann ab ins Spiel. Erst simulieren wir. Weil ich ja schon bei einem Spiel eingesprungen bin und leider verloren habe, aber erst simulieren wir. Die sind aktuell gegen uns Titelanwärter Nummer 1. Stehen stark hinter uns, aber ich denke schon, dass wir was kriegen. Gravenberg, hoffentlich machst du diesmal besser, aber die machen direkt Drucke. Die ersten Minuten hier schon. Und wir müssen von hinten aufbauen, aber sie machen hier, sie pressen so hoch. Das ist ja krass, ist das. Alea, jetzt mit dem guten Ball. Zu meiner. Und da ist der erste Schuss von uns aufs Tor. Da haben wir nochmal und da nochmal. Jetzt kriegen wir die Ecke, die wird kurz ausgeführt. Und dann verlieren wir sie. Freistoß, nein, der wird gefoult.
So, du kannst jetzt den reinbringen. Ah, wird gehalten. Zu nah Phosphor. Aber jetzt machen wir Druck. Jetzt machen wir gerade Druck. Gefällt mir, den Druck, den wir da gerade machen. Und da verlieren wir den Ball. Jetzt haben sie Platz. Jetzt haben sie Platz. Tagliafico. Tagliafico konnte durch, aber... Onanas da. Onanas da. So. Jetzt kommen wir. Aller. Da ist er durch. Jetzt meiner. Setzt sich da durch, bringt den Ball rein und holt die Ecke raus. Wieder eine kurze Ecke, okay. Okay, ja. Oh, das ist stark, stark, aber. Und da ist das 1:0. Da ist das 1:0, Sebastian Aller. Nice one. Wichtig. Okay, wie machen wir weiter? Jetzt kommen sie wieder. Ich habe schon Bock, gleich einzugreifen in der zweiten Halbzeit, aber da warte ich auch mit bis zu 60. Außer da passiert noch irgendwie was. Das ist. Oh, weiter Ball auf Aller, aber müsste abseits gewesen sein. Aber nein, pfeift er nicht ab. Jetzt haben wir wieder über die rechte Platz. Da ist Aller, verliert den, aber bringt den trotzdem auch irgendwie dahin. Aber Keeper konnte locker fangen. Jetzt Aller wieder. Der läuft viel über die Außen. Der versucht, es geht in die Mitte. Aber unsere Pässe, unsere Schüsse sind nicht konstant genug, also sind nicht stark genug. Sind nicht stark genug. Wie geht es jetzt weiter? Die machen ein bisschen Druck. Aber wahrscheinlich gehen wir so in die Halbzeit. Wird abgefangen. Gut, jetzt können wir einen Konter aufbauen. Komm, am besten noch mit den 2:0 in die Halbzeit gehen. So, Meiner hat wieder ein bisschen Platz. Bringt ihn rein. Grabenberg, Meiner. Er verliert den Ball und das ist der Halbzeitpfiff. Da ist der Halbzeitpfiff, okay. Wir gehen wieder rein. In die Partie. 60. steige ich ungefähr ein. Oder 70. Ja, wir können 70. machen. Solange wir noch führen, können wir 70. machen. Ich muss ja nicht ab der 60. rein. Aber momentan machen sie halt wirklich eklig Druck, ne? Werte. Grabenberg, okay, geht. Jose Mavropanos. Van Dongelen, der macht ein gutes Spiel. Aller natürlich besser. Und Meiner geht auch so. Ist alles im Rahmen. Dafür, dass sie reinkommen quasi. Jetzt hat Grabenberg Platz und macht das 2:0. Stark. Stark, stark, stark. Und da ist das Ding so gut wie durch. Da können wir auch mal jetzt mal was ausprobieren und den Tagliafico raus und lassen Bas mal ein bisschen spielen. Oh nee, der Bas ist viel zu langsam. Jeremy kann mal rein für Meiner. Das können wir mal machen. Und Berghuis kommt rein für Kudus. So. Der Ball muss ins Aus, damit die Wechsel vollzogen werden. Und dann hat den Ball, spielt ihn weit nach außen. Jetzt wieder Van Dongen. Axel Dongen. Van Axel Dongen. Hat er wieder Platz, da kann er reinflanken, aber nein, er bringt den zu Rensch. Dadurch ist eine gute Chance passiert. Wir bleiben aber im Ballbesitz. Wir bleiben gut im Ballbesitz. Aller und da ist der Zwar. Kudus. Kurz vor seiner Einwechslung macht er noch das Tor und jetzt gehen wir rein mit 3:0. Wir können vielleicht noch ein, zwei Tore schießen. Oder wir kassieren noch drei, wie man uns kennt. Kann auch passieren. Aber ich habe Bock auf dieses Spiel. Pokalspiele habe ich Bock drauf, wie wir in die nächste Runde kommen. So, da fangen wir den Ball ab. Da hat Aller Platz. Aller setzt sich da durch. Aller. Okay, der Ball wird abgefangen. Also der wird abgefangen. Der ganze Spieler wird abgefangen, nicht nur der Ball. Okay, wir bleiben weiter. Ach, die Grätsche. Okay, Freistoß. Gibt es da noch was für den Schiri? Sieht aus, als würden wir gegen Bayern spielen, ne? Aber es sind dazu Klötze. Ich weiß nicht, warum die Grafik momentan so krass runtergedrosselt ist. Ach, meine Pässe kommen nicht durch, ne? Ja, und dann habe ich diese Momente, wo ich einfach vorbeilaufe. Ja, komm. Ah, gut abgewehrt. Gut abgehört. Habe ich noch einen Stürmer als Ersatz? Kann ich noch irgendwie ein... einfach mal was bringen? Für Aller hier? Leer ist sogar langsam, ne? Da müssen wir nächstes Jahr gucken, dass wir da noch einen schneller holen.
Adamo wäre eine Option. Geld müssten wir haben, ne, als Meister und Pokalsieger, wenn wir Pokal und Meisterschaft kriegen. So, Dan, Rensch meine ich. Rensch, mit dem Ball zurück. Weiter. Okay, da fängt er ihn locker ab. Abwehr ist wieder da. Nein, nicht wirklich. Okay. Onana ist aber da. Komm, hau ihn weit nach vorne. Hau ihn weit nach vorne. Oh, ein bisschen zu weit, aber. Aber, was soll's? Aber, was soll's? So, jetzt wird er geworfen. Oh, Alter, debütiert er mich da. Alter, wo war das ein Foul? Wo war das jetzt ein Foul, bitteschön? Kein Problem für Onana. Okay, ein bisschen zu optimistisch gedacht. Ja, der war aus. Ref. Okay, komm. Jetzt haben wir den Platz. Jetzt haben wir den Platz. Jetzt haben wir den Platz. Oh, wow, ich habe jetzt voll die Hoffnung gehabt. Ich habe gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. Egal, wir gewinnen 3-0. Ist souverän. Da können wir auch ins Interview gehen. Mit so einem Ergebnis kann man wirklich ins Interview gehen. Wir sind im Halbfinale. Nee, wir sind jetzt im Finale, sind wir gegen Fenerbahce. Ja, gegen die haben wir letztes Mal verloren. Das wird ein interessantes Spiel auf jeden Fall. So, 3-0 gegen Utrecht. Herr Beckmann, was sagen Sie zu Ihrer Leistung? Glückwunsch zum fantastischen Sieg. Was war der Grund für diesen Sieg? Die Mannschaft. Also die Mannschaft hat einfach kompakt, perfekt gespielt. Trainingsfleißig und Teamwork. Unsere Willensstärke. Wir waren von Anfang an, wollten wir dieses Spiel gewinnen. Und das haben wir auch gemacht. Ja, unsere Willensstärke hat diesen Sieg ermöglicht, aber das brauche ich nicht vorlesen, weil ich meine eigenen Antworten gebe. So. Das Team hat Anthony hoffentlich nicht vermisst. Es gab den Sieg, viele Tore, aber kommt das Team auch langfristig ohne Anthony auf? Ja, nein, wir können noch mehr, wir haben viele Optionen, mit ihm sind wir sogar noch stärker. Ja, er ist ein wichtiger Spieler auf jeden Fall, wir haben einen guten Kader, aber mit ihm wäre es natürlich noch viel einfacher gewesen und wir hätten vielleicht sogar zweistellig gewonnen. Danke. 3-0, ein überzeugender Sieg. Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftritt Ihres Teams? Was sind die Antwortmöglichkeiten? Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Ist ein schöner Sieg. Wir haben unser Ziel erreicht, sind ins Finale gekommen und jetzt wollen wir auch den Sieg holen im Finale und wollen in der Liga das Double perfekt machen. Den Double, den, das, der Double oder die Double, das Double wollen wir perfekt machen. Keine weiteren Fragen, vielen Dank. Und mit diesem Interview, was ich total verkackt habe, stimmlich gesehen und antwortmäßig gesehen, würde ich sagen, beende ich die heutige Folge hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sowas von unterstützen. Ich bin auf dem Weg zu den 200. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass